10 minus 1 ergeben. Nein. Und damit zurück zum Let's Play 9. Wir speichern nochmal lieber. Ich weiß nicht, ob ich das schon getan habe, aber sicher ist sicher. Wir befinden uns hier im Krankenhaus, welches sehr krank ist. Hier waren wir noch nicht drin, oder? Das interessiert mich, Schätz. Die Kommode ist leer. Falls ich gleich wieder dazwischen sabbel, ich bin schon wieder ein Video am Bearbeiten. Das mache ich immer, während ich auch gleichzeitig aufnehme. Meistens. Deswegen, wenn das mal dazwischendurch ist, bitte verzeiht's mir. Damit spare ich nämlich viel Zeit ein, wenn ich das gleichzeitig mache. Ja, alles anders oder wie? Fettes Medipack. Medipack erhalten. Haben wir es noch im Inventar? Ja. Hammer. Der Schrank fällt schon fast auseinander. Ach, nee. Das Bett ist völlig verstaubt. Hier waren doch andere Räume, oder? Ein Rollstuhl, der sich vorhin bewegt hat. Sagt das Bild auch was? Nö. Verschlossen. Und nochmal zur nächsten Tür. Schon wieder Toiletten? Boah. Machen wir mal nicht so viel Angst hier. Du kannst nicht entkommen. Was? Die Tür klemmt. Toilette. Ja, ich kann nicht entkommen. Das ist. Oh, wann habe ich aufgenommen zu. Wann habe ich aufgenommen zu hören? Wann habe ich angefangen zu aufzunehmen? Zu aufzunehmen. Heute ist das Sprachzentrum leicht beschlagen. Warum auch immer. Sagen wir mal 16, 26. Okay, okay, okay. Wahrscheinlich wird dieser Teil ein wenig kürzer. Gehen wir nochmal in den mysteriösen Keller. Schon wieder das Geräusch. Ich speichere lieber nochmal. Sicher ist sicher. Alles normal. Sind die Räume jetzt anders? Abgeschlossen. Das wundert mich jetzt schon sehr stark. Aber mir wurde gesagt, ich weiß, sie ist wohl von der anderen Seite verschlossen. Das weiß ich auch. Und zwar, dass das Spiel mehrere Endings hat und je nachdem, was man tut, auch verschiedene Sachen wieder interagieren. Weil es ich sehr gut finde, weil man es nochmal spielen kann. Ich werde aber jetzt nicht mehrmals 9 spielen, natürlich nicht. Sondern werde das jetzt einmal, so wie ich das jetzt hier spiele, meinen Weg spielen. Hier ist auch nichts Neues. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. Und zwar müssen wir dann nochmal wahrscheinlich, so wie es aussieht, den einen Gang nehmen, den ich schon vorher anvisiert habe, aber nicht gegangen bin. Ach ja, tralala. Ja, ich gehe gerne solche Gänge lang, weil bei uns zu Hause sieht's auch so aus. Interessante Sache. So. Das war nach hier oben. Ach, verrückte. Ihr wisst schon. Hier könnte sich noch was verändern haben. Hier können wir vielleicht auch den Schlüssel benutzen. Verschlossen. So, da ist der Galgen wieder. Na. Ich habe gerade das Gefühl, ich komme nicht so richtig weiter. Verschlossen. Hier waren wir auch schon.
Die alte Spiel ist total verdreckt. Naja. Ein alter staubiger Verbandskasten. Ich würde mich darauf nicht verlassen, dass der mir nochmal helfen kann. Wo geht's jetzt weiter? Glänzschlüssel. Wo können wir den nochmal verwenden? Wenn sie ein kleines Schrittchen schneller gehen würde, würde uns das auch wesentlich beglücken. Geht's da auch irgendwie weiter? Nö. Wie mache ich das denn jetzt? Hier waren wir doch auch schon. Haben wir es kaputt gemacht? Das kann ja gar nicht sein. Oh, ich bin gerade ein wenig irritiert. Ein wenig irritiert. Komisch, komisch, komisch. Aber so ist das nun mal. Ja, wo geht's denn jetzt hier weiter? Tür wurde mit Brettern verriegelt. So was Dummes aber auch. Nee, war vorhin auch schon. Oh, jetzt hier weiter. Okay, wir gehen jetzt nochmal zurück. Ich spiele nochmal kurz dann was aus. Ja, und dann... Dann müssen wir einfach mal sehen, wo uns das Schicksal so hinführt, ne? Ich werde mich dann erkundigen. Denn, wenn wir jetzt... Wir gehen jetzt nochmal zum, zu der Eingangslobby quasi. Und, wenn da jetzt nichts ist, dann werde ich mich erkundigen. Aber mir kommt so vor, als wäre hier noch mehr gewesen. Ja. Probier Nummer 2. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Das hatten wir schon. Dann nochmal die Tür. Verschlossen und noch die Tür. Und dann schaue ich mal nach. War mal hier schon. Mysterious. Mysterious. Soll ich deinen Zettel lesen? Ja. Im nächsten Video lesen wir diesen Brief ganz geschmeichelt. Bis dann!